Auch The Toxic Avenger Teil 2 ist jetzt von 84 Entertainment in einer Neuauflage zum ersten Mal als Blu-ray erschienen. Diesmal ebenfalls wieder mit einem Cover-Artwork von, ich gehe mal davon aus, dass es Ralf Krause ist, großartig gezeichnet hier auf dem Frontcover. Vor allem gefällt mir die Menge an Bildelementen, die wir hier bekommen. Allein auch solche Kleinigkeiten wie hier Mrs. Feuern oder hier der Motorradfahrer in der Luft einfach so über der Giftmülldeponie, weil ganz ehrlich, was macht ihr in eurer Freizeit? Natürlich, ich fliege mit dem Motorrad über Giftmülldeponie. Da dreht sich sogar Ivo Knievel im Grab um, wenn er sowas hört. Was ich aber ebenfalls ziemlich genial finde, ist die Tatsache, wenn wir hier noch einmal alle vier Mediabooks vergleichen, dass der Titelschriftzug auf allen Mediabooks exakt gleich ist. Man muss ja bei Toxic Avenger Teil 2 dazu sagen, dass auch das alte DVD-Mediabook ein richtig geniales Cover-Artwork geboten hat. Tatsächlich ist das eines meiner persönlichen All-Time-Favorite-Movie-Posters, weil es einfach dermaßen absurd und grenzgenial ist. Aber auch hier eben vor allem dank des einheitlichen Looks mit den anderen Mediabooks finde ich dieses Design köstlich. Fischfresse. Ja, kann man auch dazu sagen. Zum ersten Mal hier der Film 6 Minuten länger. Ja, er ist 6 Minuten länger, aber das war die DVD, also. Egal, wir bekommen hier Bonusmaterial. Man kann noch einmal durchschauen. Das japanische Making-of, das hier auf der Bonus-DVD dabei war, ist scheinbar auch auf der Blu-ray drauf. Hier klingt zumindest jetzt einmal so, als hätte man das ganze Bonusmaterial von der DVD-Edition übernommen. Ob es da irgendwelche Unterschiede gibt, kann ich nicht sagen, weil ich die beiden Discs jetzt nicht im Detail miteinander verglichen habe. Aber wir finden hier auf dem Backcover, finde ich auch relativ nett gestaltet, neben Fischfresse die Inhaltsangabe, eine Zeile mit Bildern aus dem Film, dann die ganzen technischen Informationen. Drinnen in dem Single Disc Media Book wartet natürlich dieses absolut geniale Poster. Ich liebe es so sehr. Auf dem Booklet links Melvin, dem es offensichtlich gerade nicht ganz so gut geht. Auf der rechten Seite die Disc, diesmal nicht mit einem gezeichneten, sondern mit einem fotografierten Motiv. Und hier quasi auf der zweiten Seite des durchgehenden Motivs genau die Ansicht von Toxi, die ich definitiv mit großem Abstand am allerwenigsten sehen möchte. Die mit großer Geschwindigkeit in die Nähe meines Gesichts fahrende Faust. Das könnte böse enden. Dann haben wir im Booklet ein saugeil, sau freaking geil. Sogar auf dem japanischen Poster noch mehr Wahnsinn einfach dazu. Unpackbar. Außerdem wieder mit einem Booklet so gestaltet, wie man es vom ersten Teil und von 84 gewohnt ist. Text und Bild weitestgehend halbseitig. Ja. The Making of Fischfresse. Geschrieben auch diesmal von Christoph Kellerbach. Ist das ein echt schicker und echt wahnsinnig cooler Release, den ich echt gern jetzt in meiner Mediabook-Sammlung habe.